Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn jetzt Ländervertreter hier im Raum sind, würden die heftig widersprechen. Also die Hauptverantwortung für Bildung haben die Bundesländer, daran wollen wir auch nicht rütteln. Heute zu Ihrem Kongress, sehr geehrter Herr Ziesemer, sehr geehrter Herr Bock, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich glaube, die meisten von Ihnen waren auch auf der Hannover Messe und haben die neuesten Entwicklungen gesehen, ob nun diese Exoskelette, um einfacher arbeiten zu können, um das, was wir schon kennen seit geraumer Zeit, die Roboterarme, die so mit Sensorik versehen sollen, sind, dass sozusagen gefahrlos ist, dass Gesundheit, Arbeitssicherheit gefördert wird. Wir haben nicht in der Hannover Messe, auf der Hannover Messe, aber in der Realität autonome Roboter, wo wir jetzt unter die in den Polarmeeren, in der Tiefsee, tausende von Metern tief selbstständig den Boden untersuchen. Und das heißt nicht nur Proben nehmen oder Fotos, sondern wirklich lernende Systeme. Das sind alles herausragende Beispiele, die einfach demonstrieren, wie Digitalisierung eingesetzt werden kann zum Nutzen der Gesellschaft. Und wenn ich den Roboterarm oder den Roboter erwähne, der es möglich macht, dass also schwere Lasten bewegt werden können, einfach weil der entsprechende Arbeiter die richtigen Handbewegungen macht und vieles andere, dann ist uns allen klar, dass die Digitalisierung sehr stark helfen kann, schwere Arbeiten zu erleichtern. Was mir nicht so klar war, was ich vor kurzem, ich habe eine Frühjahrsreise gemacht zu dem Thema berufliche Bildung und was für mich, muss ich ehrlicherweise sagen, neu war, aber auch sehr, sehr schön, sehr human, war, in den geschützten Werkstätten, die wir in Hannover haben, große Werkstätten mit Hunderten von Beschäftigten, das erarbeitet mit der Rehabilitationspädagogik aus Dortmund durch Digitalisierung Möglichkeiten für Menschen mit geistigem Handicap, geht aus. Für Menschen mit geistigem Handicap, also was war gar nicht so bei mir auf dem Schirm, wie ihnen eine berufliche Möglichkeit eröffnet wird, ein glückliches Leben. Und ich fand das sehr, sehr schön und denke, in dieser Hinsicht ist noch vieles möglich, an das wir jetzt im Moment vielleicht gar nicht denken. Ich glaube, dass bei der Hannover Messe aber dieser Aspekt sehr, sehr deutlich wurde, vielleicht mehr als bei den Messen der letzten Jahre, dass bei Digitalisierung, bei all diesen neuen Entwicklungen, Industrie 4.0 etc. im Mittelpunkt der Mensch stehen muss und das muss auch so bleiben. Und das ist auch ein wichtiges Thema und ich komme noch darauf zurück, weil das ist ein Thema, was wir von der technischen Seite sicher beachten, wie kann das komfortabel gestaltet werden, aber intellektuell und Angst nehmen vor diesen Prozessen, das ist ein Themenbereich. Ich glaube, da müssen wir uns in den nächsten Jahren, in der nächsten Zeit noch sehr anstrengen. Wir müssen also zeigen, wo die Chancen digitaler Technologien liegen und wir müssen natürlich den Menschen die Kompetenz vermitteln, diese Technologien einschätzen zu können und die Technik ganz konkret in den Alltag integrieren zu können und eben auch Ängste nehmen. Bildung ist ein zentrales Fundament dafür, weil Urteilsvermögen, Beurteilungskompetenz, mit Veränderungen umzugehen, das erfordert intellektuelle Fähigkeiten und deswegen brauchen wir Bildung sowohl bei den jungen Menschen als auch dann lebenslang, wobei das ist schon so eine abgedroschene Formel, aber die gewinnt an Bedeutung, lebenslanges Lernen und ich habe mir einiges vorgenommen oder wir von unserer Seite für die nächste Legislaturperiode, was ich gerne ansprechen möchte. Wenn man sich anschaut, wie innovativ sind wir in Deutschland, wie leistungsstark sind wir, dann finde ich zwei Zahlen ganz faszinierend, dass gerade Anfang des Jahres in Davos eingeschätzt wurde, dass Deutschland als kleines Land, bei uns lebt 1% der Weltbevölkerung in dieser Bundesrepublik Deutschland, dass dieses Land die viertstärkste Industrienation der Welt ist. Und da fragt man sich natürlich, wie kann das funktionieren? Wie kann das sein? Und ich denke, dass Bildung, Fachkräfteausbildung, Ingenieurskunst, Innovation die Basis dafür ist, dass wir so leistungsstark sind. Es erfordert natürlich auch Geld.
es erfordert Finanzen und mittlerweile investieren wir in Deutschland, wir heißt jetzt Sie, die Wirtschaft, aber auch die staatliche Seite, mehr als doppelt so viel wie vor 10 Jahren und wir haben erstmals das 3%-Ziel erreicht. Also diese Maßzahl 3% vom Bruttoinlandsprodukt sollen für Forschung und Entwicklung ausgegeben werden, davon der größere Brocken, 2/3 durch die private Wirtschaft, 1/3 durch die öffentliche Hand. Natürlich ist so eine Maßzahl hat immer Vor- und Nachteile. Na, wenn das Bruttoinlandsprodukt sehr gering ist, dann hat man schneller die 3%, die man ausgibt und wir haben ein gutes Bruttoinlandsprodukt und wir sind mit diesen 3% in der ersten Liga in der Welt. Es gibt einige Länder, die mehr für Forschung und Entwicklung ausgeben, zum Beispiel Japan. Da geht es in 3,3 bis 3,5%. Aber Japan, die Volkswirtschaft, ist extrem hoch verschuldet, in Größenordnungen, die wir gar nicht kennen. Oder Korea. Dort ist es so, dass die Hälfte des Bruttoinlandsprodukts von einer Firma abhängt. Das heißt, es ist unter Umständen sehr fragil, sehen wir gerade angesichts der politischen Situationen. Oder dann Länder wie Schweden und Finnland, die natürlich Vergleichbarkeiten haben, aber die viel kleinere Volkswirtschaften sind. Und wenn man das mal kurz zusammenfasst, dann haben wir mit den 3% nicht den höchsten Satz, aber wir sind in Kombination, wir sind dort sehr gut und wir sind solide, was Finanzen anbetrifft, was Stabilität anbetrifft. Und ich denke, das ist etwas, was uns in Deutschland auszeichnet. Wenn man 3% erreicht hat, wir haben uns vorgenommen in Europa, also wir heißt alle Staaten der Europäischen Union, auf 3% 2020 zu kommen. Wir haben jetzt die 3% und haben als Zielmarke für die nächsten Jahre bis 2025 3,5% anzustreben. 3,5%, das erfordert enorme Anstrengungen. Und für unser Haus, wir haben berechnet, wie viel Geld brauchen wir mehr, wie viel müsste es mehr sein. Das ist sehr ambitioniert, aber wenn man die politischen Prioritäten so setzt, machbar. Aber die Wirtschaft muss auch Milliarden zusätzlich für Forschung und Entwicklung ausgeben. Und das dürfen wir an dieser Stelle nicht vergessen, dass es also für beide Seiten ein nicht einfach zu realisierendes Ziel ist. Und wenn man 1, 2, 3 Maßzahlen nennt, die dokumentieren, wie leistungsstark wir sind, also 4. Platz, solche Rankings sind immer, hängt immer auch sehr stark von dem Untersuchungsdesign des Rankings ab. Wir gehören zu den Weltmarktführern, was den Export der von Hightech-Gütern anbetrifft, absolut gesehen, absolut gesehen. Und 50% der Exporte der deutschen Industrie, wo ja jetzt kritisch drauf geschaut wird, ist im Hightech-Bereich. Aber auch wenn man die weltmarktfähigen Patente anschaut, dann haben wir pro Kopf der Bevölkerung wesentlich mehr, fast 1,5-mal so viel wie die Amerikaner und andere Länder. Und eine Zahl, die ich Ihnen gerne nenne, weil das für Sie nicht das tägliche Geschäft ist. Es wird ganz viel auf der Welt publiziert, wissenschaftlich publiziert. Und es gibt 10% der Publikationen, die sozusagen am häufigsten zitiert werden, die den wichtigsten Stellenwert haben. Und jede 6. deutsche wissenschaftliche Veröffentlichung gehört zu diesen 10%. Das heißt, Geld kontinuierlich seit 2005, auch in schwierigen Jahren, ist gewachsen. Wir sind bei einer sehr, sehr guten Zahl von 3% und wir haben Effekte sowohl im Grundlagenbereich als auch dann im angewandten Bereich. Zentral Schlüsseltechnologie für das, was Sie bewegt, was uns bewegt, Industrie 4.0 Entwicklung in Ihren Themenbereichen, ist die Mikroelektronik. Und deswegen, glaube ich, ist etwas gelungen, worauf ich sehr stolz bin. Wir haben Veränderungen der Beihilferegelungen, sodass es möglich ist in Europa dann, wenn man damit eine Weltführerstellung, verkürzt gesagt, erreicht, dass dann diese Beihilfe, diese wettbewerbsverbietenden Regeln außer Kraft gesetzt werden. Und wenn man sich anschaut, allein autonomes Fahren, was an Chips, was für E-Mobilität gebraucht wird in den nächsten Jahren, dann sind das Vielfache dessen, was jetzt überhaupt an Produktionskapazitäten in der Welt sind, in Asien, manche sagen 50-mal so viel oder wie auch immer, sodass Produktion, auch wieder Produktion, in diesen Themenbereichen nach Deutschland und nach Europa zu holen, ein ganz wichtiges Ziel ist. Nachher wird Herr Bock sicher kritisch sagen, Deutschland, Preise für Elektroenergie, stimmt, aber sagen wir mal Europa, für nach Europa zu holen. Wir sind, was die Entwicklung in der Forschung anbetrifft, für den Bereich Mikroelektronik gut. Mit Dresden haben wir den größten Mikroelektronikstandort in Europa. Und wir haben es bei unserem Finanzminister geschafft, dass er diese Priorität genauso sieht, sodass wir insgesamt ausgeben in den nächsten Jahren 800
Millionen, also das wäre unsere Volkswirtschaft, Millionen. Und wir haben vor kurzem gegründet die Deutsche Forschungsfabrik für Mikroelektronik. In der Art, dass wir setzen dafür 350 Millionen ein, jetzt sofort, das ist die größte Investition, die wir je in Deutschland in diesem Bereich hatten, dass wir die 13 wichtigsten Standorte, Forschungsstandorte, ist sehr viel Fraunhofer, ist aber auch Leibniz, sind auch andere, verteilt auf unterschiedliche Bundesländer, großer Brocken 100 Millionen, Sachsen, Berlin 80 Millionen, Bayern 50 Millionen, dass diese 13 sozusagen als die Forschungsfabrik für Mikroelektronik angesehen werden und wir jetzt mit diesem Geld alle auf denselben Stand bringen, das heißt also richtig Investitionen in Technik in gleichen Standard und dass uns dort hoffentlich das gelingt, was wir zum Beispiel im Bereich der Gesundheitsforschung geschafft haben, dass Institutionen, die auch ein Stück in Konkurrenz sind, Fraunhofer muss immer sehen, dass sie Aufträge ranziehen, das sind sie auch in Konkurrenz, dass sie zwar in Konkurrenz sind, aber auch in der Lage, Kooperationen so einzugehen, dass das insgesamt einen größeren Effekt bringt. Und damit wir dann, wenn es zu einer sozusagen Produktion kommt in Europa, auch entsprechend erwarten die Franzosen, die Niederländer, dass wir dort richtig mit Geld auch beteiligt sind, haben wir 1 Milliarde reserviert für dann die Umsetzung in Produktion. Das heißt, für die Themen, die Sie beschäftigen, die uns beschäftigen, ist, glaube ich, diese Prioritätensetzung Mikroelektronik eine außerordentlich wichtige. Wichtig ist, Menschen zu überzeugen. Und wir haben es in Deutschland geschafft, in Anführungsstrichen, dass wir bei verschiedenen wissenschaftlichen Themenbereichen Angst erzeugt haben. Auch mit der Konsequenz, dass diese Themenbereiche dann, jeder Politiker möchte gewählt werden, positiv und nicht mit Angst besetzt sein, dass diese Themenbereiche aus Deutschland vertrieben sind, obwohl wir dort in der Forschung sehr gut waren. Wir haben zum Beispiel bei den letzten Koalitionsverhandlungen intensiv gekämpft, mit Erfolg, dass ein Thema, was Sie jetzt nicht so berührt, Fusionsforschung, wir sind in der Forschung Weltspitze, Jülich, Greifswald, Wendelstein, und zu erreichen, dass das nicht reduziert wird, sondern dass wir da, wo wir eine Spitzenstellung haben, dass wir das auch behalten können, dass wir dort die Forschung hier nicht vertreiben mit Vorurteilen und Ähnlichem. Und wenn ich sage, Akzeptanz zu erzeugen, dann heißt das natürlich, wir brauchen eine Initiative, eine Bildungsoffensive für die digitale Gesellschaft. Wir haben ein Konzept vorgestellt im letzten Herbst. Das beginnt in den Kindereinrichtungen. Nicht unbedingt jetzt, dass die da alle mit kleinen Computern arbeiten, aber Interesse für die Naturwissenschaften, für die Technik, was in Deutschland nicht so ausgeprägt ist. Und ein zentraler Punkt in dieser Bildungsoffensive ist der von mir angebotene Digitalpakt. Der Bund hat, wie Sie wissen, nicht die Kompetenz im Schulbereich, sondern das ist in der Hand der Länder. Das ist auch gut so. Sie können sich Volkswirtschaften angucken, wo Bildung zentral organisiert ist. Die sind weit, weit schlechter in den Leistungen, wenn ich bei PISA oder anderem sehe. Und man muss in Deutschland bei sehr unterschiedlichen Bedingungen das Schulsystem unterschiedlich gestalten können. Es gibt auch Nachteile, aber so, wir haben diesen Bildungsföderalismus. Wir haben aber im Grundgesetz eine Chance, dass wir in diesem Bereich IT mit den Ländern gemeinsam auch in den Schulen etwas machen können. Und deswegen nicht inhaltlich, das dürfen wir nicht. Das sind die Entscheidungen auf Landesebene. Wir können also nicht die Lehrbücher oder anderes bestimmen. Und deswegen dieses Angebot, dass wir von meinem Haus aus, also von der Regierung aus, 5 Milliarden für umfassende Digitalisierung in Schulen ausgeben, zur Verfügung stellen. Und wir hatten zuerst überlegt, für die 25% der besten Schulen oder anderes. Nein, für alle über 40.000 Schulen in Deutschland, egal ob privat oder staatlich finanziert, für natürlich Grundschulen, vor allen Dingen für Berufsschulen als ganz zentralen Punkt, aber auch in Gymnasien. Macht aber nur Sinn, Geld auszugeben, wenn die Pädagogik stimmt und wenn es eine Akzeptanz bei den Lehrern gibt. Ansonsten haben wir auch Beispiele gut gemeint, Industrie hat zum Teil finanziert, liegen die Dinger im Keller, werden nicht genutzt. Und es ist auch gar nicht so einfach, das klug einzusetzen. Man kann damit individualisiert Lernen fördern. Also ich bin Mathematikerin und habe mir mal angesehen von einer Firma hier in Berlin, die haben zu was ganz Klassischem, was Sie alle kennen, Satz des Pythagoras, eine Software entwickelt. Und das hat mich überzeugt. Da wird nicht der Lehrer unnütz, der erklärt das genauso, wie ich und Sie das machen würden. Und dann gibt es aber durch diese Software die Möglichkeit, dass die Schüler,
die es halt nicht kapiert haben, individuell, nochmal mit Beispielen, nochmal auf populäre Art, das so nahegebracht bekommen, dass sie es verstehen und gleichzeitig die, die pfiffig sind, die ich sofort gesehen habe, weitergeführt werden. Also individualisierte Möglichkeit zu unterrichten. Ja, und bei diesem Digitalpakt, wofür wir das Geld in den COA-Verhandlungen kriegen müssen, sind wir jetzt in der Situation, dass wir mit den Ländern verhandeln und ziemlich weit sind, dass die Länder sozusagen sicherstellen die pädagogische Seite und wir dann die entsprechende Anbindung, WLAN-Ausleuchtung und was alles dazugehört. Was sehr schön ist, was heutzutage anders möglich ist als noch vor 10, 15 Jahren, das ist, junge Menschen zu begeistern für Naturwissenschaft und Technik, durch die auch spielerische Komponente, die man heutzutage damit verbindet. Und es gibt einen Wettbewerb, Event a Chip, wo Schülerinnen und Schüler aufgerufen werden, eigene Mikrochips zu designen. Den gibt es schon seit einer Reihe von Jahren, hat 25.000 Schülerinnen und Schüler erreicht. Und wir haben jetzt mal, weil es den schon seit einer ganzen Reihe von Jahren gibt, nachrecherchiert, was machen die denn jetzt, die damals gewonnen haben. Keine schlechte Werbung, meine Damen und Herren, fürs Elektrotechnikstudium. Und wir haben bei den Studentenzahlen beim Elektrotechnikstudium sind wir nicht schlecht. Viel zu wenig junge Frauen, auch hier. Ja, ist nicht trivial, demografische Entwicklung. Die Noten bei den jungen Frauen sind besser, die halten auch eher durch beim Studium. Wir haben vieles statistisch belegt, also können Sie mich jetzt gar nicht dafür schimpfen, sondern das kann ich nachweisen oder nachweisen lassen. Nein, wir haben uns ja in den letzten Jahren und auch ganz viel Zivilgesellschaft, Wirtschaft bemüht, junge Frauen auch in diese, sozusagen für diese Berufe zu begeistern. Das hat funktioniert. In Mathematik ist die Hälfte aller Studenten weiblich, in Chemie, im Architekturbereich, in diesen Themen, Biologie, was eh immer. Schwerpunkte, wo es nicht funktioniert, nicht in dem ausreichenden Maße, schon besser geworden ist, ist Elektrotechnik, ist Informatik und ist Maschinenbau. Und bei der Elektrotechnik verstehe ich es überhaupt nicht, weil Nachrichtentechnik, also wenn man das als Spezialisierung hat, ist es reine Mathematik und Mathematik und Physik, da sind die Zahlen gut. Und deswegen ist das wirklich ein Thema, wo wir uns auch überlegen müssen, woher kommt das? Machen wir auch, machen Sie auch. Wichtig ist, wenn es um digitale Kompetenzen geht, ein ganz großer Schwerpunkt ist die berufliche Bildung. Wir haben eine Initiative gestartet, die läuft jetzt, Berufsbildung 4.0. Wie müssen Berufe modernisiert werden? Das ist sehr unterschiedlich in großen Firmen, im Gegensatz zu kleinen Firmen. Wie muss eine Dachdeckerausbildung so aussehen, dass sie aktuell ist? Und da heißt das nicht nur ein bisschen üben mit Drohnen oder anderem, sondern das sind Dinge, die zurzeit sehr konkret auch diskutiert werden, exemplarisch diskutiert werden, aber eben auch viel Geld für die Ausstattung der überbetrieblichen Ausbildungsstätten und viel Geld für Fachkräftequalifikation, vor allen Dingen der Berufsbilder, Bildner in den Betrieben. Ich glaube, wir machen in der Erstausbildung das richtig. Und über die Erstausbildung werden ja dann auch die Meister in den Betrieben angeregt. Aber wir brauchen, und deswegen diese Floskel lebenslanges Lernen können Sie vielleicht zum Teil nicht mehr hören, sagen wir schon seit vielen Jahren, aber wir brauchen für die Digitalisierung Weiterbildung und die brauchen wir umfassend. Und es gibt verschiedene Vorstellungen, wie Weiterbildung organisiert werden soll. Ich habe es erlebt in den 90er Jahren. Ich bin aus den neuen Bundesländern. Damals hat man über die Arbeitsagenturen wahnsinnig viel Umschulung, Weiterbildung finanziert, in Größenordnung. Ich sage immer, so viele Floristinnen, wie wir da ausgebildet haben, brauchen wir nie in Deutschland. Und was der Fehler war, für mich der Fehler war, und deswegen kämpfe ich dafür, dass der nicht wiederholt wird, dieses Geld ist in sicher gute Lehrgänge und Anbieter von Kursen gegangen, aber zum Beispiel überhaupt nicht in die Hochschulen. Und wenn wir jetzt über Weiterbildung, Digitalisierung sprechen, dann ist zentral, dass da, wo Know-how ist, in einer Fachhochschule können alle Ingenieure für Elektrotechnik mal schnell eine Woche Neubesolung machen, was sind die neuen Trends oder anderes. Das ist ohne weiteres möglich. Und deswegen ist es wichtig, dass wir nicht nur Arbeitsagentur, Arbeitslose, Qualifizierung sowieso denken und als Honorar dann noch 2 Jahre Arbeitslosengeld, sondern, so ist ja das eine Konzept, sondern, dass wirklich Geld für Weiterbildung ausgegeben wird und dass es auch dahin gehen muss, wo Weiterbildung ohne weiteres realisierbar ist. Und was auch eine Möglichkeit ist, die Ressourcen, die wir haben, und wir haben eine gut ausgestattete Hochschullandschaft, zu nutzen. Wenn ich sage, Sorge, Angst bei vielen Menschen,
Dann gibt es Studien, wie viele Plätze werden, Arbeitsplätze gehen verloren durch Digitalisierung. Es gibt volkswirtschaftliche Einschätzungen, dass die Situation in Deutschland eine generell andere ist, weil bei uns bedeutet Digitalisierung nicht, dass der Arbeitsplatz wegfällt, weil die Maschine wegfällt und da kommt eine neue oder gar keine oder ein Roboter, sondern wir haben die Situation durch die duale Ausbildung, durch die gute Fachkräftesituation, wenn wir es schaffen, dort weiter zu qualifizieren, dass wir gerade eine große Chance haben und nicht Arbeitsplätze verlieren, dass die Arbeitsplätze sich verändern. Das ist völlig klar. Und dieses Thema Zukunft der Arbeit, wie verändern die sich, läuft ein riesengroßes Programm, was wir ausverhandelt haben mit der Arbeitgeberseite und mit den Arbeitnehmern, ist auch, glaube ich, ein Plus. Muss man lange diskutieren, hat nicht jeder seine Wünsche bekommen, aber dort ganz konkrete Projekte und nicht, dass die Arbeitsplätze Wissenschaftler wieder neue Papers schreiben, sondern dass es immer verbunden ist, konkret mit einem betrieblichen Anwendungsort. Also wie ist die Rolle des Meisters, wenn das alles automatisiert wird in einer kleinen Firma? Wie kann seine Stärke weiterhin eingebracht werden? Und vieles andere mehr. Und wir machen das nächste Wissenschaftsjahr zu diesem Thema Zukunft der Arbeit. 2, 3 Bemerkungen. Wir haben unsere Projektförderung im Ministerium für Bildung und Forschung total umgestellt, weil in den vergangenen Jahren haben wir innerhalb der Bundesregierung, also auch Wirtschaftsministerium, mehr Geld für Forschung ausgegeben, für Projektförderung, für kleine und mittlere Unternehmen. Die großen Unternehmen, das funktioniert, kleine und mittlere Unternehmen, aber die Innovationskraft ist nicht gewachsen. Die stagniert oder ist sogar ein bisschen gesunken. Und deswegen die Überlegung, was sind die Hürden? Und deswegen eine totale Umstellung unserer Programme. Sie können das gern mal anklicken. Also ein Mittelständler muss nicht mehr einen Antrag bei uns abgeben, wenn er an einem Programm partizipieren will, sondern es reichen 2, 3 Seiten Kurzbeschreibung. Und dann bekommt er eine Rückmeldung. Lohnt sich gar nicht, meinetwegen. Dann kann er trotzdem einen Antrag stellen oder das Signal, es lohnt sich und dann finanzieren wir eben Coach oder kleine Firmen, die helfen und diese Antragsgestaltung übernehmen, damit wirklich diejenigen, die es brauchen, auch an diese Fördermittel kommen. Das ist nur ein Punkt der Umstellung unserer Fördermechanismen. Oder was, glaube ich, zentral ist, das ist das Thema IT-Sicherheit und damit meine ich nicht nur das letzte Wochenende. Und IT-Sicherheit, IT-Gipfel, IT-Sicherheit, wir haben 3 Kompetenzzentren in Deutschland für IT-Sicherheit, Forschungszentren, ist in Europa einmalig in dieser Konzentration. Aber wir haben nicht nur am letzten Wochenende, sondern wir haben verstärkt in den letzten Monaten zum Beispiel vermehrt Hackerangriffe auf Krankenhäuser in Deutschland mit Erpressung kombiniert und vieles andere mehr. Und deswegen ist die Frage, wie kann man sensibilisieren für IT-Sicherheit in kleinen und kleinsten Unternehmen, wo manchmal nicht registriert wird, dass was passiert oder nicht gegengehandelt wird. Und haben uns haben jetzt gestartet eine Möglichkeit, wo wir hoffen, dass viele von Ihnen auch Gebrauch davon machen, sogenannte Lernlabore, wo Fraunhofer und Fachhochschule gemeinsam anbieten für Unternehmen aus der ganzen Bundesrepublik IT-Sicherheit. Und das heißt nicht Wald und Wiese, sondern das heißt spezialisiert. Das erste Lernlabor, was wir eröffnet haben, ist in Görlitz. Da geht es um IT-Sicherheit für kritische Infrastrukturen. Das heißt, das ist interessant für Ingenieure an Stadtwerken, das ist interessant für beratende Ingenieure in der Elektroindustrie oder anderes kritische Infrastrukturen, also etwas spezialisiert und dann nicht nur einen Kurs, sondern dort auch Entwicklung von, wenn gewünscht, ganz konkreten Sicherheitskonzepten für die jeweilige Firma, für das Stadtwerk oder anderes. Und dieses Thema, wie wir noch viel stärker IT-Sicherheit, gerade auch für Feuerwehren und anderes, wie wir das in die Breite bringen können, das ist ein Punkt, über den wir jetzt sehr stark nachdenken. Und bei diesem Thema letztes Wochenende, viele Menschen haben Angst vor den Entwicklungen, autonome Systeme, dass es eben keinen Ausschaltknopf gibt. Da können wir drüber lächeln. Ich bin da auch entspannt. Aber die Menschen, die die entsprechenden Science-Fiction-Filme sehen oder die lesen, was mich auch überrascht, dass führende Informatiker und Informationsentwickler aus dem Silicon Valley sich Orte in der Welt sichern, auf irgendeiner kleinen Insel, irgendwo im Gebirge, weit weg für den Notfall. Das sind Dinge, die die Bevölkerung bewegen. Und deswegen muss man über diese Dinge, muss man qualifizierte Antworten geben. Muss man deutlich machen, was ist extrem
möglich, wo sind wirklich Risiken oder was ist Fantasie. Und in Deutschland ist der Angstfaktor sehr, sehr groß und der hat dazu geführt, dass wir eben grüne Gentechnik oder anderes weg aus diesem Land mit irrationalen Ängsten, und genau das kann auch beim Thema künstliche Intelligenz und ist schon in Ansätzen vorhanden, und deswegen sind die Hochschulen hier gefordert, wo die Elektroingenieure, die Informationsverarbeiter und auf der anderen Seite diejenigen sind, die Psychologie oder was anderes vermitteln, dort gegenzuhalten. Wir haben als letzte Bemerkung am Dienstag die Empfehlung des Hightech-Forums diskutiert in einer großen Konferenz und haben am Rande dieser Konferenz eine Plattform oder einen Lenkungskreis für eine Plattform gegründet. Jetzt meine ich nicht IT-Plattform im Netz, sondern wirklich echte Menschen, für das Thema lernende Systeme. Lernende Systeme, autonome Systeme. Das ist ein Thema, wo wir, wenn es um autonome Systeme in menschenfeindlichen Umgebungen geht, sehr gut sind, wo wir auch einen Schwerpunkt darauf setzen und wo es darum geht, dort in die Vorhand zu kommen. Wir haben analysiert, wo haben wir in den Hochschulen, in den Forschungseinrichtungen, wo sind wir gut bei lernenden Systemen, und machen jetzt einen Fördermechanismus, Sofortförderung, jetzt schon im Oktober läuft die dann, um zu unterstützen und um das zu qualifizieren, vor allen Dingen auch technisch, aber dann auch nachfolgend mittelfristige und langfristige Unterstützung, das heißt Strategie, wie man diesen Bereich in Deutschland sozusagen in die erste Kategorie in der Welt bringen kann und wie man das, was dort entwickelt wird, auch sehr viel schneller in die Umsetzung bringt, weil da haben wir immer noch Zeiten, die zum Teil so zu lang sind. Und deswegen ist sozusagen das Thema Lernsysteme eines unserer Zukunftsprojekte für die nächste Zeit, neben der Sicherheitsforschung, neben vielen anderen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe wie immer über Digitalisierung geredet ohne Uhr. Ich hoffe, es war nicht zu lang und bedanke mich für Ihre disziplinierte Aufmerksamkeit.